Gleich. So, Freunde, hier sind wir auch wieder bei unserem Thema. Keine Jugendfreigabe gemäß Paragraph 14 Jugendschutzgesetz, FSK, freiwillige Selbstkontrolle. Ja, beim Ihr letzten könnt Mal mich hat aufregen! Bungie einen sehr prickelnden Schlusssatz noch gebracht, nämlich dieser Splatter-Faktor in Bezug auf, wie hieß es, Dead Space. Da sind es zwar keine Menschen, sondern irgendwelche Getiere. Und da wollte sich jetzt der Wishes nochmal einklinken. Du hast das Wort. Jetzt mal nochmal so nebenbei, wenn man so sagt, es geht ja halt hauptsächlich darum, wenn man klein ist, es geht ja nicht nur auch um Menschen, aber es geht einfach, da ist Gewalt drin. Jetzt sag ich mal so nebenbei, was mir gerade auch mal einfiel. Ob Gewaltverherrlichung mit Tieren oder mit Menschen. Wenn, sagen wir jetzt mal, nehmen wir Beispiel, diese ganzen Cartoons, was die sich so über den Kopf zämmern da. Jetzt nur als Beispiel. Oder es gibt auch alte Spiele, wo du echt, was weiß ich nicht, Gott, als Bugs Bunny rumrennst und den Jäger da einen Hammer überm Kopf dämmerst. Ein Vierjährigen davor unterscheidet der nicht, ob das Mensch oder Tier ist. Der sieht nur, aha, der zämmert dem was drüber, das ist lustig, das ist toll, verstehst du jetzt nur so nochmal nebenbei. Ja, der geht dann zu Aha. Hause zu seinem Hamster, steckt den Böller in den Arsch, nur weil er es bei Coyote und Roadrunner gesehen hat, ne? Und Ja, aber das ist die echt so, stehen ihm weil halt immer wieder die auf. Kids Da mal. lust sein Hamster zu Hause im Käfig halt nett. Das ist Weil halt wenn man logisch. sagt, jetzt zum Beispiel ein 16-Jähriger kann nicht unterscheiden, ob es virtuell ist, dass er jetzt jemanden den Kopf wegschießt oder ob es im richtigen Leben ist. Nur, aber wie unterscheidet bitte ein Fünfjähriger, wenn er da Tom sieht, wie er da der blöden Maus hinterher rennt und versucht, der allen möglichen Sachen über den Kopf zu zämmern? Ja, Wie das kann ein ist. Vierjähriger das verstehen, weißt du? Ja, das ist schon klar. Ey, Aber ich es gibt aber auch denke, ich wirklich, aber. ja, ich will Pornchen nicht unterbrechen, aber ich mag auch mal wieder was sagen. Nein, nein, erzähl, erzähl, erzähl. Nee, es gibt aber auch wirklich viele, viele leichte psychische Schäden bei Kindern schon vorher, die nichts mit sowas zu tun hatten und die dann an diese Spiele geraten mit 16. Da gebe ich der politischen Macht von Deutschland schon recht, dass Leute durch Killerspiele eventuell doch in diese Richtung geleitet werden können. Aber dazu muss ich ganz, ganz wichtig vorher sagen, und das ist bewiesen, kein einziger von diesen Amokläufern oder sonstigen Leuten, die dadurch Probleme gemacht haben, hatten vorher ein perfektes Leben. Jeder hatte eine Vorgeschichte. Entweder er wurde von der Familie geschlagen, misshandelt, wurde vergewaltigt oder es war irgendwas schon vorher. Und er ist dann an diese Spiele gekommen und hat sich da seine eigene Welt geschaffen. Und irgendwann, durch ihre psychischen Schäden, die sie schon hatten, ist diese Welt mit der realen Welt sozusagen verschmolzen und sie haben gedacht, sie sind immer noch in ihrer Spielewelt, in ihrer Welt, wo sie stark sind, wo ihnen keiner was machen kann. Und dann gab's halt das Problem mit, ja, Papa hat eine Pistole daheim, weil er ist im Schützenverein oder ich weiß, meine Mama hat ein neues Messerset gekauft, und dann passiert dann sowas. Aber es gab keinen einzigen Fall, wo es hieß, das Kind hatte ein perfektes Leben, er konnte sich alles wünschen, machen und tun und lassen, war ein Einserschüler auf dem Gymnasium, wurde nicht gehänselt, hat von Papa und Mami alles gekriegt, ja, und dann ist er Amok gelaufen oder hat irgendwas gemacht. Das gab es bis heute noch kein einziges Mal, kein einziger Fall bestätigt das. Grundsätzlich war vorher immer ein gewisser Vorpunkt und dieser Vorpunkt kam nie durch diese Videospiele. Also muss ich dazu sagen, diese Ja. FSK hat zwar schon seinen Sinn in gewissen Richtungen hin, um Jugendliche vor bestimmten Sachen zu schützen, aber ich muss eindeutig sagen, es gibt viele Spiele, bei denen sind diese FSKs übertrieben und viele sind sie untertrieben. Ich hab, sorry, ich hab Untertrieben schon. auf jeden Fall auch Filme. Auch Filme ist, Ja, da gibt's klar. auch einiges, was ich Ich hab besonders auch. Filme eigentlich, wenn ich mal manche Filme gesehen habe und dann in der Zeitung gelesen habe, der ist ab 12, habe ich mich selbst manchmal gefragt. Also das würde ich meinem 12-jährigen Kind niemals zeigen. Ja, das ist schon klar. Also es gibt wirklich riesige Unterschiede. Ich verstehe auch nicht, wer diese FSK auf gut Deutsch macht, weil das müssen manchmal wirklich Idioten sein. Weil da kriegst du Sachen bei Das habe gezeigt. ich mal gelesen. Ja, dann sag mal. Das habe ich mal gelesen. Da werden Eltern ohne Scheiß, so habe ich zumindest gelesen, ich weiß nicht mehr wo, da werden ganz normale Leute aus normalen Berufen, aus Haushalten, alles Mögliche genommen, an einen Tisch gesetzt. Die gucken sich das Film, das Spiel etc. an und packen dann ihre Meinung zusammen. Und wenn jetzt sagen wir, fünf Leute sagen, wir würden das erst unseren Kindern ab 16 zeigen und nur zwei würden sagen, ja komm, eigentlich ist es ab 18, dann ist das Spiel auch ab 16, weil diese fünf Leute der Meinung gerade sind. Ja, das Ah, ist. so wird das gemacht, so habe ich das zumindest gelesen, auch schon öfters. Und warte mal, was wollte ich denn jetzt gerade noch mal sagen? Jetzt bin ich wieder raus. Wir haben nicht mal was gesagt. Nee, irgendwas auf den Kaiser, was du gerade gesagt hattest, da war noch mal was.
Aber was ich dann noch einwerfen will, weil das, was ich einwerfen will, weil es mir das Lachsi eben so halb gesagt hat, eigentlich ist meiner Meinung nach, sollte es zwar schon diese FSK geben, aber die Eltern sollten entscheiden können, was ihre Kinder sehen und was nicht. Weil das hat schon seinen Grund, aber da will sich der Slugsy mal kurz einwerfen. Einen Moment. Ja. So, also in allererster Linie kommt's auf die Eltern an, finde ich. Weil die sollten Wachsamkeit haben über das Kind oder über den entsprechenden Jugendlichen zu Hause und die sollten ihn einschätzen können oder sie einschätzen können, ob er damit klarkommt oder nicht. Ja? Und da ist das Problem. Ja, weil es gibt die Eltern sehr, sehr viele Eltern, die interessiert das überhaupt genau, gar nicht. Ja, aber wieder ein anderes Problem ist, die meisten zumindest. Was du verbietest, ist fürs Kind noch interessanter. Ja, aber mir geht es jetzt nicht gar nicht so ums Verbieten, sondern die Eltern sollten sich mit dem befassen und sollten auch selber einschätzen können, ob das Kind damit klarkommt, ob es jetzt ein Zombie einen Kopf abfetzt oder irgendeinem Waschbär, ja, wie bei Mario. Ja. Da sollte schon ein Unterschied gemacht werden, wo die Eltern sagen können, okay, unser Sohn, unsere Tochter ist jetzt reif genug, die könnten sich auch mal irgendwelche komischen Gewaltfilme reinziehen und kommen damit klar, ja, ob sie es jetzt gut finden oder nicht, ist die eine Sache, aber sie sollten einschätzen können, ob das Kind damit klarkommt, ob das verarbeiten kann oder nicht. Und da gibt es nämlich auch noch ein Problem mit dem FSK 16, 18 etc. Wenn, sagen wir mal wirklich, es ist so ein Elternteile passen wirklich drauf auf, was ihre Kinder gucken, was ihre Kinder spielen und die achten wirklich nur aufs FSK und sagen, okay, das Spiel ist ab 16, du bist 16, du darfst das spielen und es, sagen wir mal so, es ist wirklich so, dass das mal passiert. Aber dieses Spiel ab 16 ist so, sagen wir mal jetzt, erschreckend, wie du sagtest, oder sonstiges und das Kind kommt trotzdem nicht damit klar, ist auch wieder so ein Problem, weil die Eltern sich dann nur auf dieses FSK ver... was wollte ich sagen? Mega Man! Ich wollte sagen, die verlassen sich nur auf dieses FSK und achten überhaupt gar nicht auf den Inhalt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, aber wie gesagt, bei Spielen wurde das FSK oder bei Spielen heißt es sogar USK. Und da wurde das damals, konnte ich mich erinnern, meine Eltern haben das am Anfang so gemacht, die haben gar nicht auf meine Sachen geachtet. Dann irgendwann haben sie mal irgendeinen Bericht gesehen, dann fingen sie an, darauf zu achten. Die haben mich aber immer so Spiele spielen gelassen, wo sie gesagt haben, ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ich glaube, das erste Tomb Raider, mein erstes Spiel, das habe ich mit 9 gespielt, da steht ohne Scheiß auf dem ersten Tomb Raider USK 16 drauf. Ja. Ohne Scheiß. Und das ist übelst übertrieben, weil in dem Spiel, du schießt in dem kompletten Spiel, vielleicht wenn es hochkommt, zweimal auf zwei Menschen und die sind auch noch als die Bösen dargestellt, weißt du? Mhm. Aber ja, aber auch böse oder nicht böse spielt da ja auch in diesem Fall keine Rolle. Ja, stimmt. Ja, komischerweise, der zweite Teil ist aber ab 12. Und da schießt man überwiegend auf Menschen. Genau, da schießt du nur auf Menschen. Wie man mal Katana spritzt sogar Blut. Ja, und den Pixel erkennst du gar nicht, das weiß ich auch. Und der erste aber komischerweise, im ersten Teil hast du als Hauptgegner nur Tiere. Es sind Bären, es sind Wölfe. Raptoren, glaube ich. Am Ende hast du vielleicht eine riesige Frau, die sich in einem komischen Fliegevieh, in eine Art Erzengel verwandelt, die du noch abschießen musst, und das war's. Und zwischendurch vielleicht zwei Gehilfen. Mehr ist in dem ersten Teil nicht. Der ist ab 16. Der Teil, der ein Jahr später kam, der zweite, wo du wirklich nur auf Menschen ballerst. Du ballerst da pausenlos auf Leute. Du kannst da sogar auf Leute ballern, die dir gar nichts getan haben, wie man bei Katana auch gesehen hat. Und, Du meinst meine Mönche? Genau, deine Mönche. Und, genau, nur weil diese 5 Leute jetzt gesagt haben, wir machen den ersten ab 16, wir finden das hart. Und vielleicht die jetzt den zweiten getestet haben, gesagt haben, so schlimm finden wir das nicht. Da ist die Meinung dann wieder verschieden. Die sollten ab jetzt 12-Jährige das Jugendschutzgesetz machen lassen. Die sollten denen die Spiele geben und sagen, was haltet ihr? Für wen ist das gut? Die sind dann alle danach zwar verstört. Aber, nicht. Aha, aber ganz kurz, was ich, in der Klapse gut. Aber was ich kurz einwerfen muss, bevor wir einen Schnitt machen müssen.
Was ganz wichtig ist, es ist unmöglich, die Eltern testen zu lassen, was die Kinder gucken und spielen dürfen, weil im Grunde müsste man es wirklich so machen, dass jeder Elternteil, wenn ein Kind ein Spiel will, sagt zum Beispiel, ah Mama, ich mag das GTA, dann muss die Mutter oder der Vater hingehen, sich das kaufen oder irgendwo Test spielen und sich einen Bericht angucken, ist auch wieder falsch, weil man weiß ja nicht, was für eine Version es ist, bla bla und so weiter. Und im Grunde muss der Vater oder die Mutter das Ganze testen, genauso wie mit Filmen. Und das würde kein Elternteil machen, weil es ist unnötig, es geht, weil... Doch, nicht Nein sagen. Nein, ich meine, das würden die wirklich nicht machen. Ja, genau, weil gut, das mit GTA. Das heißt, ja, sie würden es nicht machen. Ja, okay, ja. Die meisten würden sich irgendwelche Testberichte angucken. Möp, fail. 20, 19, 18, auf. Letzter Satz noch, weil ich wollte nicht unbedingt noch ein drittes Thema draus machen. Will jemand noch was Abschließendes sagen? Fazit? Ja, wie gesagt, die meisten würden sich nur das angucken, was sie hören. Ja. Also als letzten Fazitsatz haben wir sozusagen, es ist immer noch umstritten, ob es FSK geben soll oder nicht. Schreibt uns eure Meinung als Kommentar hier drunter, was ihr davon haltet. Und dann, verabschieden wir uns hier. Sagt mal alle tschö. Tschüss, Lexi. Ciao. Toast. Ciao, Leute.